Ich habe echt gedacht, oh, wir wären schon weiter im Rennen, wenn es so stark regnet. Da habe ich mich wohl getäuscht. Aber ich habe auch nicht mit so einer langen Safety-Car-Phase gerechnet. Ah, diesmal hat Vettel Hamilton kassiert. An der Eau Rouge. Nee, doch nicht. Oder er hat gerade zurückgeholt oder immer. Das sind meine Überlegungen, ob Regenreifen nachher aufziehen oder nicht. Mittlerweile hinfällig, denn ich fürchte, da komme ich gar nicht drum herum. Und das Bremsen war Mist, das war richtig Mist. Okay. Abgefangen. Es geht normal weiter. Doch rollen lassen an der Stelle, es geht. Fahrer hinter mir. Hamilton hinter dir. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 4,7 Sekunden. Sie fahren mit 9 Intermediates. Wir vermuten, dass sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 2 Minuten 12,5. Das weiß ich natürlich nicht, was ich gefahren bin. Ah, das sollte man nicht zu oft machen. Ich habe ihn jetzt abfangen können, aber das muss ich nicht öfter haben. Status Report. Du bist auf dem ersten Platz und führst das Feld an. Der Abstand zum Hintermann beträgt 5,7 Sekunden. Sie fahren mit 9 Intermediates. Du hast 4 Runden, bis sich dein Boxenstoppfenster öffnet. Noch 11 Runden. Es hätte mich nur interessiert, was meine letzte Zeit war. Habe ich nämlich nicht so drauf geachtet. Einfach ein Gefühl dafür zu bekommen. Ja, mir wird ja nur die Zeit, die ich generell als schnellstes gefahren bin, angezeigt. Das hilft mir nicht wirklich. Oh, das habe ich viel zu spät gebremst. Nur weil ich auf die Zeit geguckt habe. Oh, no. Das war deutlich besser, finde ich, als vorher. Stop.
Hat ihn schon erwartet. Zu weit, okay, so passt. Also wenn man an der Stelle nicht bremst, sondern einfach nur ausrollen lässt, das funktioniert deutlich besser. Davon weiß ich nichts. Also 22%, da muss ich in 2 Runden reinkommen. Okay, das war die extrem sichere Variante. Gegen wen fahre ich? Ach. Ein paar Informationen zu Massa. Er hat ein paar Probleme mit seinem Auto und wird deshalb langsamer. Wo ist der Unterschied zwischen Fahrer hinter mir und gegen wen fahre ich? Ist das der, der nächsten Rand ist? Gegen wen fahre ich? Fahrer des Rennens? Also ich würde nicht behaupten, dass ich sicher fahre mittlerweile, aber es geht. Übrigens habe ich jetzt wieder abgebremst. Und habe es nicht rollen lassen. Ging aber diesmal gut. Vielleicht habe ich es mittlerweile einfach besser angepasst. Zum Teamkollegen liegt bei 21,6 Sekunden. Also mittlerweile rutsche ich aber stärker hier in der Ecke. Ich glaube nicht, dass das pure Einbildung ist. Sollte hier auch stark Regen kommen. Aber ich meine, ich hätte vorher das leichter kontrollieren können. Wetterbericht. Noch 15 Minuten, bis der Starkregen in leichten Regen umschlägt. Ah, das ist schon der Starkregen, okay. Aber eigentlich geht es mit Intermediates. Weil den. Dass der Starkregen in leichten Regen umschlägt? Das würde kein Mensch sagen, oder? Umschlägen, erschlagen ist doch immer. Ich weiß, die Bedingungen sehen fürchterlich aus, aber das Wasser läuft ganz gut ab. Ich finde, wir sollten noch eine ganze Weile bei den Intermediates bleiben. Umschlagen bedeutet doch immer, dass etwas schlimmer wird. Nicht besser.
ich denke auch, Intermediates geht. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 11,2 Sekunden. Dein Boxenstoppfenster ist jetzt offen. Kannst du behalten, mein Freund. Warte mal, bei 32%, also mit den Reifen müsst ihr ja nicht zu Ende fahren. Doch zu Ende fahren, das ist richtig. Wenn ich nicht andere. Pascal ist an die Box gefahren. Pascal ist jetzt an der Box. Andere Reifen bzw. Regenreifen, um genauer zu sein, aufziehen muss, dann fahre ich mit denen jetzt zu Ende. Es gibt übrigens auch zwei Symbole für Starkregen. Das eine sind dann die Wolken mit den drei Tropfen und es gibt dann noch welche mit den Strichen. Und da muss man auf jeden Fall die Regenreifen benutzen. Aber so bei den, solange es nur diese Version ist, denke ich mal, geht auch Intermediates. Es war an manchen Stellen so ein bisschen. Naja, wie Schlauchboot fahren, aber im Großen und Ganzen geht es. Sollte ich mich nicht ablenken lassen. Diesmal wieder rollen lassen, also es macht fast keinen Unterschied, wenn man den Punkt so wählt. Wir rechnen damit, dass der Starkregen in etwa 15 Minuten nachlässt. Immer noch 15 Minuten, das ist ja schön. Hat sich ja nicht wirklich verändert. Ja, wie gesagt, ausnahmsweise stimme ich Ihnen mal zu. Und die Reifen halten auch bis zum Ende. Okay, also den Ticken muss ich schon runterbremsen, war nicht so schnell. Tja, ist aber ein sehr einsames Rennen, muss ich sagen. Es erinnert doch schwer an die echte Formel 1, es passiert nichts. Wobei das Regenrennen in Brasilien, das war jetzt vor kurzem, wenn ich das hier aufnehme, hatte schon was für sich.
Auch wenn da viel Wartezeit schon drin war, aber da war schon mal ein paar lustige Szenen, vor allem was Verstappen so angestellt hat. Ich finde sowieso, dass der zumindest frischen Wind da reingebracht hat. Mit seiner teilweise doch sehr dreisten Fahrweise. Aber der will gewinnen. Und das merkt man halt einfach. Fahrer hinter mir. Vettel liegt hinter dir. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 29,5 Sekunden. Sie fahren mit 9 Intermediates. Die letzte Rundenzeit lag bei 2,22,2. Ah, die haben sich neue Reifen geholt. Deswegen hat es schon fast geahnt. Ich hatte gerade gesehen, wie weit die zurückliegen. Uiuiui, das sollte man nicht öfter machen. Ich habe jetzt noch 4 Runden und damit kommt 30% dafür ungefähr, die ich abnutzen kann. Also das sollte locker zu schaffen sein. Dafür brauche ich denn so einen Boxenstopp einfach nicht. Es ist zwar grenzwertig, aber ich finde, du solltest in die Box kommen zum Reifenwechsel. Ich bin mir einfach nicht sicher, ob unsere Reifen zu den Bedingungen passen. Es ist zwar grenzwertig, aber du solltest in die Box kommen. Also, da der Starkregen gleich aufhören soll, nö. Also habe ich so viel Vorsprung, das macht eigentlich keinen Sinn. Wetterbericht. Das Wetter sollte in 10 Minuten besser werden. Leichter Regen in 10 Minuten. Genau das meine ich. Okay, jetzt habe ich einfach nicht aufgepasst. Das sollte ich natürlich nicht öfter wiederholen, aber man sieht ja den Vorsprung, den ich habe. Und das werden die einfach nicht aufholen. Das kann ich mir nicht vorstellen. So. Also will er mir schon die ganze Zeit andere Reifen verpassen. Zu Massa. Er wird wieder schneller. Darum glaube ich, dass sie das Problem lösen konnten. Ja, ich muss ja zugeben, es rutscht tatsächlich noch stärker als vorher. Das merkt man schon. Aber für die letzten Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Für die letzten Runden macht das einfach keinen Sinn. Sieht ja, die kommen jetzt gerade erst an der Schikane hinten an. Und wenn ich vorsichtig bin, komme ich auch immer noch ganz gut um die Rouge und so rum. Okay, das war jetzt ein bisschen sehr früh gebremst. Wollte ich gar nicht. Also sollte ich 3 Runden den Vorsprung halten können.
Aber abgesehen davon haben die beiden hinter mir auch Intermediates drauf. Also selbe Problem. Interessanterweise kann man hier immer noch Gas geben. Einige Fahrer lassen Regenreifen aufziehen. Eventuell müssen wir auch bald wechseln. Hier funktioniert es erstaunlicherweise wirklich gut. Ich bin mal gespannt, ob Vettel und Hamilton nochmal in die Box gehen. Ich meine, kann nur mein Vorteil sein. Ich meine, das kostet immer noch Zeit. Oh. Können uns aus dem Rennen. Schon wieder mein Rivale. In etwa 5 Minuten nachlässt. Leichter Regen in 5 Minuten. Genau, dafür ziehe ich keine Regenreifen auf. Okay, hier habe ich jetzt tatsächlich ein bisschen Probleme. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 26,1 Sekunden. Ah, war insgesamt ein bisschen aufgeholt. Pass auf, im nächsten Streckenabschnitt gab es einen Unfall. Keine Überholmanöver, solange du gelbe Flaggen siehst. Ist das Raikön? So, vorletzte Runde gleich geschafft. Die ist tatsächlich deutlich schwieriger gewesen als davor. Zumindest an ein, zwei Stellen. Kann auch daran liegen, dass die Reifen auch so mittlerweile ein bisschen älter sind. Das ein oder andere Prozentchen schon aufgesammelt haben. Aber sie haben es ja gleich geschafft. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Oh, die Zeit war plus 24 Sekunden. Ja, das Gefühl hatte ich auch. Vorsichtig durch, damit wir auch hier ankommen. So, Gas geben kann ich ja trotzdem. Nicht auf den Curb so viel Gas geben. Hoppala. Also ich habe schon verloren. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Wir haben derzeit viel zu viel Sprit übrig. Wir müssen den Tank leer bekommen.
Ach, müssen wir. Eigentlich wollte ich haben Fahrer hinter mir. Viertel hinter dir. Der Abstand zum Hintermann beträgt 23,1 Sekunden. Sie fahren mit alten Intermediates. Die letzte Rundenzeit lag bei 2 Minuten 17,0. Ja. Ich habe jetzt schon 20 Sekunden mehr als meine beste im Trockenen. Normalerweise war ich hier zwischen 10 und 15 Sekunden. Ich bin diese Runde aber wirklich sehr stark gerutscht. Also das. Ich habe mich einfach nicht aufgepasst, kann auch sein. Weil hier geht es jetzt wieder. So. Ich komme. Großartige Leistung von Männer. Was für ein überzeugender Sieg. Stefan, was war der Schlüssel zu diesem Erfolg? Es war wirklich wichtig, dass sie die Reifentemperatur bei diesen nassen Bedingungen hochhalten konnten. Die meiste Zeit hat man sowieso keinen guten Grip und kalte Reifen verschlimmern die Situation noch weiter. Ihr großer Vorteil war es, dass sie den Gummi heute im richtigen Betriebsbereich haben konnten. Ja. Wehrlein Fünfter. Ich sehe schon, dass die Fahrer bereits auf dem Weg sind. Das war eine beeindruckende Leistung und letztendlich der verdiente Lohn für den großen Aufwand. Männer Racing holt sich heute den Sieg. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Ein gutes Resultat für Lewis Hamilton, der die Konkurrenz noch weiter hinter sich lässt. Stefan, ich würde gerne von dir wissen, wer dein Fahrer des Tages ist. Eine wirklich schwierige Entscheidung, aber ich sage Pascal Wehrlein. Wir haben sein Talent schon länger bewundern können und es ist schön zu sehen, dass er es auch in der Formel 1 umsetzen kann. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Konstrukteursrangliste. Mercedes hat seine Führung in der Rangliste ausgebaut. Es war toll, dass Sie dieses Wochenende dabei waren. Ich hoffe, es hat Ihnen genauso viel Spaß gemacht wie uns. Bis zum nächsten Mal. Interessanterweise, Sainz, die Kollision ist aufgeführt. Aber bei mir hat das nicht viel gemacht. Das war ein bisschen komisch. Und er hat eine Durchfahrtsstrafe bekommen. Aber für mich, ja, am Ende war es ein bisschen haarig im Rennen, aber es lief doch erstaunlicherweise ganz gut. Oh, in der Fahrerrangliste bin ich tatsächlich auf Platz 2 vor. Und die Konstrukteure, ja gut, 90 Punkte ist natürlich eine ordentliche Hausnummer. Werden wir ja nicht reinkommen, aber die Fahrerrangliste, die ist auf jeden Fall offen. Dann sehen wir mal die Ressourcenpunkte. Sau-Runden in Prozent 100, naja. Eine Strafe. Oh, diesmal habe ich nur 2 Punkte abgezogen bekommen. Immer noch für den ersten Fahrer Punkte. 600, ja. Und das Rivalen-Update müsste eigentlich überall für mich sein. Ja, auch das. Es dürfte relativ schnell vorbei sein, wenn das so weitergeht. Es läuft. Auch hier regnet es. Da habe ich noch nie drauf geachtet, dass das auch da zu sehen ist. Gut. 600 Punkte habe ich. Dann würde ich sagen, nehmen wir den die überarbeiteten Luftbremsen. Nehmen wir mal mit. Aha. Ich habe 2 Errungenschaften freigeschaltet für das Aufwerten und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Wochenende. Ich glaube, das ist Italien.
Und sehr zufrieden sage ich dann bis zum nächsten Mal. Ciao.